Das stimmt wohl. Es mag dumm klingen, aber ein Teil von mir wäre gerne in der Schlacht an seiner Seite gewesen. Ich habe ihn im Stich gelassen. Aber dann wäre ich jetzt natürlich tot. Und das würde ihn auch nicht glücklicher machen. Ich glaube, er stammte aus Hayeva. Vielleicht werde ich dort eines Tages irgendetwas zu seinem Gedenken aufstellen oder so. Mal sehen. Zwerge verbrennen ihre Toten nicht, oder? Wie ehrt euer Volk seine Toten? Ich habe davon gehört. Es fällt mir wieder ein. Ihre Geister kehren zum Stein zurück und stärken so das Fundament des Teigs. Hört sich seltsam an. Ihr habt vermutlich recht. Danke. Das meine ich ernst. Es hat gut getan, mal ein wenig darüber zu reden. Schön, euch zu sehen, meine Retterin in der Not. Bodan Feddig steht euch erneut zu Diensten. Ich habe euer Lager gesehen und mich an euer freundliches Angebot bei unserer letzten Begegnung erinnert. Und gibt es für einen Händler und seinen Sohn einen sichereren Ort zum Schlafen? Ich denke nicht. Ich bin natürlich bereit, euch für die Unannehmlichkeiten unserer Anwesenheit einen Rabatt einzuräumen. Wie klingt das? Gut? Ja? Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich.
Hallo. Der Junge ist ein wenig einfältig, aber er kennt sich wirklich gut mit Verzauberungen aus. Einer der Besänftigten hat ihn einmal einen... Wie war das noch? Einen Naturgelehrten genannt. Ich wusste nicht einmal, dass es so etwas gibt. Verzauberung! Was benötigt ihr? Nein, das geht so nicht. Und warum genau gebt ihr mir das jetzt? Ich bin beeindruckt. Hab Dank. Das ist einfach wundervoll. Ich weiß nicht, was ich... Ist das für mich? Wirklich? Nun, ich bin... sprachlos. Ah, du mieses, kleines... Euer haariger Freund hier hat es mir übel genommen, dass ich seinem Fressen zu nahe gekommen bin. Er hat nach mir geschnappt. Seht nur! Ich vergesse einfach manchmal, dass er ein Kriegshund ist. Es wird mir eine Lehre sein. Ich habe einst eine sehr alte Legende über die Hundekrieger gehört. Zur Zeit der alten Stämme sollen sie ihre Mabari mit dem Fleisch der Gefallenen gefüttert haben. Nun, das hat man mir zumindest erzählt. Manchmal soll es sogar Menschenfleisch gewesen sein. Ach komm, als würdest du den Unterschied erkennen.
Woher weißt du denn, dass du nicht schon einmal mit so etwas oder so jemandem gefüttert wurdest? Hey! Uah, seht nur, was euer Köter in meinem Gepäck hinterlassen hat. Ein verrotteter, halb zerfressener Hase ist nicht unbedingt das, was eine Frau in ihrer Unterwäsche finden möchte. Dieser dreckige Köter kann ihn zurückhaben. Hier. Und sagt ihm, er soll das nicht nochmal machen. Zu spät. Ich will es nicht, du nutzloser Flohteppich. Er versucht nur, uns zu manipulieren. Glaubt mir, ich mache es genauso. Du bist ein wahrer Krieger und verdienst Respekt.